das ist widerlich, aber den muss ich schreiben, aber für Phoenix. Was? Wie? Du musst für mich gar nichts schreiben. Doch, den willst du lesen. Boah, ich bin irgendwie ein böser Mensch, Alter. Echt? Das fällt dir jetzt auf? Ja, irgendwie gerade schon. Oh, ist das widerlich. Aber auch zu gut. Ach, boah, ist das widerlich. Meine Kreativität hat mich verlassen, wenn ich jemals welche hatte. Als Pornoschauspieler. Mich lässt er nicht mehr eintippen. Was? Musst du nochmal reinklicken. Wie muss ich mich nochmal reinklicken? Mit deiner Maus. Ja, ja. Klappt nicht? Nee. Tabulator? Link nochmal anklicken? Link müsste ich vielleicht nochmal anklicken. Ja, so. Nee, geht gar nichts mehr. Hä? Also bei mir geht's noch. Ja, wenn ich einen Buchstabe eintippe, ja, dann verschwindet der sofort wieder. Dann ist das nicht der richtige. Dann musst du U, du musst anfangen mit U. Ach, Entschuldigung. Wir sind ja bei U. Das ist mir schon klar, aber ich dachte, mein Rechner würde jetzt komplett spinnen. Ich dachte, das Biest spinnt doch nicht. Das ist doch ein tolles Teil. Das Biest. Ja, so nennt ihr, so heißt ihr PC. Ach so. Ja, mein bist kleines Schöne. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich meinen genannt habe. Das ist Triss. Triss ist die Schöne. Meine PCs heißen alle wie ein, und meine externen Festplatten auch wie ein Transformer. Boah, Leute, mir fällt überhaupt nichts ein. Mach dir nichts draus. Bei mir dauert es auch gerade. Nein, ich bin immer noch drin. Schwarze. Da hat sie gar nichts von gemerkt. Dass du immer noch drin bist. Sarah ist so still. Sie konzentriert sich. Nein! Was für eine Scheiße! Ich durfte nicht weiterschreiben, weil ich am Ende war. Toll. Ja, manchmal reicht der Platz nicht aus, ich weiß. Du musst von vorne anfangen. Wer ist denn eigentlich im Chat noch da? Ich glaube, viele sind es gerade nicht, aber vielleicht können die, die da sind, mal Hallo sagen. Hä, Flo, bist du... Ah, nee, Phoenix steht hier bei mir als raus. Hä, wie, was? Ja, ich bin raus. Das ist draußen, du musst nochmal auf den Link klicken. Hab ich doch. Okay. Bist du komplett rausgeflogen, oder was? Und jetzt? Jetzt bin ich wieder drin. Ja, jetzt gut. Besser. Ah, jetzt bist du wieder drin, ja. So. Ah!
Ach, der Hannes ist auch da, Mensch. Noch gar nicht Hallo gesagt. Hannes, servus. Der gute Alter, Hannes. Der Hannes, der kann es, ja. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Runde den Buchstaben H. Oh. Dann will ich aber Harald oder Hitler nehmen. Dann habe ich schon, meinen Namen als Pornodarsteller. Hannes, der kann es. Geht's dir gut, Hannes? Was machen die Vorbereitungen für, was schreibst du gerade nochmal? Irgendeine Abschlussarbeit fürs Studium. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Viel Erfolg von mir. Ja, Bachelor, glaube ich, ja. Bachelor. GLHF. Lol, YOLO. Ellen. Was der denn? Letzte hier für Alex ist fett wegen, ne? Der ist nur für dich, extra für dich geschrieben. Ja, danke. Nee, du wirst ihn feiern, sicherlich. Okay. Hat mich denn keiner, warum ich fett ja, bin? Ja, aber er hat gerade so ein Detail rausgehaut vorhin, da muss ich das benutzen. Oh je. Alles, was du sagst, wird gegen dich verwendet. Aber ich frage mich echt, warum so viele Sachen. Ich habe 3 Kategorien mit Alex gefunden. Mit Alex. Ja, das liegt daran, dass halt viele Russen das spielen. So, ja, ich bin fertig. Wer noch? Ditto. Nicht sehr erfolgreich, aber Lara? Ich bin auch fertig. Okay. Alle fertig? Jo. Gut. So. Wäre ich eine Frau, würde ich untenrum nichts tragen, untenrum wachsen lassen und dann Eigelb reinmassieren, Was? Damit es richtig mieft und dann einen Callboy für Oral rufen. Ah, Bilex, danke für dein Abo, Mann. Ist das eine schöne Vorstellung mit deiner Fantasie? Nur für dich geschrieben, damit das schön eingebrannt ist. Unglaublich lange an mir selbst rumspielen. Unterhose weglassen. Oh, das ist ja fast wie Sarah. Unbedingt meine Nippel piercen. Also ich meine, du bist ja eine Frau, ne? Die hat eh nichts an. Nee. Nie. Klamotten habe ich mir abgewöhnt, ey. Ja, voll unbedingt meine Nippel piercen. Oh nein, gepierste Nippel Aua. Sind so überhaupt nicht schön. Ununterbrochen Klamotten kaufen. Das ist schön. Schön, das ist auch so vollkommen Stereotyp. Ja, genau, richtig. Oh nee. Du als Pornodarsteller. Der stark behaarte Klötenking. Ursula, die Tentakelliebhaberin, japanischer Pornostar. Die gibt's aber nicht wirklich, oder? Also vorstellen könnte ich es mir ja. Ja, nee, die gibt's nicht, der Fahr. Also. Okay. Uli Unisex, das ist auch geil. Ja. Uschi mit der behaarten Uschi. Uwe, der ist schön. Der Zerficker, der alle zerfickt. Oh. Uschi Ulknuddel. Ja, mir fiel nichts ein. Gut. Ist okay. Erste Tat als Weltherrscher. Umständliche Amtsgesetzformulierung abschaffen. Da musste ich jetzt einfach mal was Ernstes nehmen, weil... Du hast sowas von recht. Das ist so dumm. Das ist einfach dumm. Das ist einfach nur, damit die Leute nicht verstehen, was gesagt wird. Ja, ja. Uschi als Namen verbieten, weil ich den immer falsch ausspreche. Sag mal Uschi. Muschi. Uhren abschaffen, da jeder so lange schlafen soll, wie er will. Ja, boah, genau. Das wäre gut. Alter, genau. Untertan für Sklaven. Ja, die Sarah tickt ähnlich. Oh, unfreiwillige Zwangsprozess. Belex, dich würde ich wählen. Ich würde dich einfach wählen. Okay. Umweltsünder quälen. Oh ja, das ist geil. Ich bin ja kein Mädchen, aber Urinale nutze ich trotzdem nicht. Was gar nicht stimmt, aber... Untenrum mit einem Epilierer die Haare wegmachen, ist schon geil. Oh Gott. So besonders sein, auf der Eichel, oder? Nee, es geht... So ich habe mir das jetzt einfach bei einer Frau vorgestellt. Ja, da steht ja, ich bin ja kein Mädchen, aber... Ich weiß, aber ich musste an jemanden denken, der das tut. Und deswegen... Uiuiui, ist der groß. Untenrum riecht's nach Fisch. Sarah, willst du uns was beichten?
Und das, obwohl du keine Unterwäsche trägst. Vielleicht solltest du ja mal welche tragen. Zum Arzt gehen. Unterrum, bevor mir ich mein Loch gehe. diese Schuhe 300 Euro. Schatz, ich brauche diese Schuhe, sonst werde ich nicht mehr glücklich. Ja, genau, sonst bringe ich mich um. Ja. Superkraft, Urin auf Ex trinken. Uranus, die Sogkraft der Hölle. Es funktioniert wie ein schwarzes Loch, nur dass alles, was reingezogen wird, auf ewig gequält. Wird. Uranus, Alter, das ist was Besonderes. Ungarisches Gulasch kochen ohne Paprika, das nach Paprika schmeckt. Magst du keine Paprika? Mr. Kreativo. Doch, aber das ist trotzdem, finde ich geil. Ja, das ist eine geile Sache, aber ich dachte jetzt, wenn du keine Paprika magst, fände ich das genial, aber so voll unnötig. Hallo Takeo, grüß dich, mein Lieber. Servus. Unter Wasser atmen, finde ich nicht. Das ist super. Das ist super. Umdrehen ohne Urknallfürze, das ist super. Oh, Alter, ich voll gerne. Moment, hab ich ja schon. Alex ist fett wegen Urin, den er auf Ex trinkt. Das ist ja meine Superkraft, also daher. Ja. Ursula aus Ariel, weil er sich nicht an den Deal gehalten hat, den Prinz zu vögeln. Sehr schön, sehr schön. Ungemein viel zu viele Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Das stimmt leider ab und an. Fick dich. Was? Nein, nicht an dich, das ging an Darius. Das war nur für einen Cookie, ne? Ja, danke. Takeo, das Spiel heißt Stadtland Fluss Online mit abgedrehten Kategorien. Und Stadtland Fluss Online kennst du, denke ich. Unfassbar viel Schokolade, Unterhopfung, oh ja. Oh, Unterhopfung, das ist gut. Dagegen muss ich was tun, deswegen trinke ich jetzt noch ein Bier. Ernsthaft? Was? Ernsthaft? Du, das ist deine Superpower, die sie braucht. Was? Ja, Alex ist fett wegen ungestürmten ungarischem Gulaschkonsum. Wenn auch die super ungarisches Gulasch kochen ohne Paprika, das nach Paprika schmeckt. Es ist deine Schuld, dass Alex fett ist. Ja, richtig. Ich wusste es. Etwas, das stinkt. Uschi mit dem Lillekäse. Uschi Glas nach einer Filmsession. Richtige schwacke Duft. Aber auch wieder vorne rum, ne? Natürlich. Nee, überall. Sogar aus dem Mund. Und dann küsst du dich mit Zunge. Oh, das ist ungarische Salami. Geil. Ja, geil. Ungarischer Salami nach 3 Wochen auf der Heizung. Unterhose mit Bremsspur ist auch geil. Da muss noch ein unterirdischer. Unterirdischer 5 Jahre lang liegen gebliebener Tiefkühlbraten. Kais. Ja, sehr gut, ich stelle mir vor, dass die richtig, warum? Richtig ekelhaft stinken müssen. Nerd. Warum denkst du das so? Die können doch voll hygienisch. Nee, das ist voll rassistisch und diskriminierend gegenüber Wasserkreis. Die wälzen sich im Schlamm für die Haut, also wenn die jetzt zugucken, sind, laufen immer durch Wasser. Wenn die jetzt zugucken, dann stehen die bestimmt heute Abend vor deinem Bett. Du hast mich ertappt, ich bin ein Urukai, Rassist. Kannst du nur. Was, Takeo, du hast noch nie Stadtland Fluss gespielt. Also es läuft so, du hast verschiedene Kategorien, die kann man sich hier aussuchen, dann bekommst du einen Buchstaben vorgegeben, musst in jeder Kategorie etwas eintragen, das mit diesem Buchstaben anfängt. So. Ach du heilige Mutter. Das macht jeder.